Moin Moin und herzlich willkommen bei Brickbärts Bausteine Besprechungen. Heute komme ich mal wieder mit einem wunderbaren Haus und los geht es. Ja, ich habe mal mitgebracht von Cegao das Einkaufszentrum an der Ecke mit der Nummer QL0919. Hier mit einer großen Box, zeige ich auch näher, mit ein paar kleinen Figuren, einer Anleitung und irgendwie heute mit einem blöden Bildausschnitt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nichts aufgenommen und manchmal funktioniert gar nichts. Vielleicht kennst du das auch. Ich hoffe, dass dieses Review ganz gut funktioniert zu dem allerersten Cegao-Set, was ich jemals gebaut habe. Ein paar Randdaten nochmal. Die Nummer habe ich gesagt. Das Ganze kostet OVP 129,95 €. Das entspricht so einem Teilepreis von, für so ein richtig dickes Ding, 3,5 Cent. Das ist nicht viel, finde ich. Es sind viele kleine Teile dabei, sehr viele kleine Teile. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ja, wir fangen mal an bei der Anleitung. Das ist alles so ein bisschen durcheinander hier. Die Anleitung, das hat mich ein bisschen gewundert, sieht schön gestaltet aus. Ich soll nah rankommen. Ja. Aber die einzelnen Bauschritte, na, sind sehr klein abgebildet. Also das war für mich wirklich so eine Situation, wo ich dann, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, meine Augen sind nicht mehr die besten und da musste ich dann tatsächlich mitunter zur Lupe greifen. Das ist natürlich insbesondere problematisch, wenn man ein schlechtes Licht hat und ja, das ist hier dann manchmal der Fall, gerade wenn man eben nicht so wie jetzt noch ein Rest schönes Tageslicht hat, sondern wenn wirklich nur Kunstlicht da ist, auch wenn die Funzeln hier direkt auf den Tisch leuchten, ist eben ein großes Problem dann. Für mich. Vielleicht habe ich eine Kontrastschwäche oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall ist das insgesamt eine gut gestaltete Anleitung. Der vorige Schritt ist immer ausgegraut. Man kann gar nicht sagen, wie viele Bauabschnitte das oder Bauschritte das insgesamt sind. Sind gut 60 Seiten, farbig, fein. Kann man nicht viel zu sagen. So, dann schieben wir das hier ganz kurz einmal aus dem Bild, damit uns das gleich nicht runterfällt. Wir haben eine sehr, sehr feine, sehr schön gestaltete Verpackung. Die ist richtig massiv, dicke Pappe. Man kann das hier auch sehen. Also sehr, sehr stabil. Mit schönen Bildern auch auf der Rückseite. Also die Box macht wirklich was her, finde ich. Corner Mall, der englische Titel. Und in dieser Box sind drei weitere Unterboxen. Und in diesen Unterboxen sind dann die einzelnen Tüten versteckt. Wundervoll. Ich habe nur diese drei Ersatzteile. Jetzt sind es nur noch zwei. Also so ein einmal einer, rund einmal einer, rund einer, transparent, einmal einer, rund einer. Dann haben wir hier zwei Teilchen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt zeigen müssen, aber ich dachte, ich tue es trotzdem. Ansonsten alles vollständig. Darüber war ich sehr erfreut. Diese schöne Box ist fast ein bisschen schade, finde ich, weil so kann ich die nicht aufheben. Dazu habe ich keinen Platz. Eigentlich muss die platt gemacht werden. Also zusammengefaltet werden. Ich will mal sehen. Jetzt liegt da dieser Rundeiner auf mir drauf. Das soll nicht sein. So, dann haben wir fünf Figürchen. Das ist eine Stadtszene und dazu gehören dann Stadtfiguren. Das ist ein Einkaufszentrum, wie gesagt, so der Titel. Und hier haben wir, ich soll da rankommen, fünf kleine Figuren. Eine Dame, einen Herrn mit Besen, eine weitere Dame, wahrscheinlich beim Einkauf. Oh, ich habe tada, ich habe eben ein bisschen Sport gemacht und bin jetzt gerade noch so ein bisschen ausgepowert. Mein Arm will nicht so richtig. Und noch eine Dame, die einkauft und so ein Business-Typ. Ich habe die mal auf so eine Lego-Baseplate gestellt hier. Das sind Cegao-Figuren. Man kann die einzeln zusammenbauen. Grundsätzlich sind die ganz nett. Erinnern mich tendenziell eher weniger an Lego-Mini-Figuren als vielmehr an Lego-Friends-Figuren, wenn man überhaupt einen solchen Vergleich wagen darf. Nochmal hier. Und ich finde, die Figuren sehen, wie gesagt, ganz nett aus. Ist jetzt nicht meins. Ich bin ja, wie gesagt, sehr Minifiguren-affin und sozialisiert. Aber es ist eben Cegao und da kommt was anderes und das ist nett. Die Arme sehen ein bisschen komisch aus, weil die dann leicht so aussehen, als würde der Ellbogen so nach vorne stehen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Und der hier, dieser Arm, der fällt sehr leicht ab. Ich würde das verstehen, wenn das ein Krankenhaus wäre mit einer orthopädischen
mit einem orthopädischen Bereich, ja, wo der dann sofort intensiv von einer Ärztin oder von einem Arzt behandelt wird. Aber so finde ich das nicht gut. Der muss die Straße fegen, da muss der Arm ganz fest sitzen. Und das ist wirklich nicht gut. Also hier hält das zum Beispiel, es gibt aber auch andere, da war das wirklich schwer ranzuprökeln, weil die ganz kleine Pins nur haben, womit die Arme hier ineinander gesteckt werden. Die Arme sind zweigeteilt, das ist dann so ein bisschen schade. Also so richtig bespielen tue ich nicht, aber naja. So, dann kommen wir mal zu diesem Eckhaus, Einkaufszentrum an der Ecke. Das ist von Zegau wohl so eine Reihe Street View. Man hat ja auch auf der Rückseite die anderen Häuser gesehen. Man möchte ja nichts Böses munkeln, aber dieses eine Haus hier, das sieht sehr verdächtig nach einem Restaurant aus von einem anderen Hersteller. Ja, was in einer französischen Hauptstadt stehen könnte, beziehungsweise nach der benannt ist. Man will ja nichts Böses sagen. Also grundsätzlich finde ich das ganz nett. Die anderen beiden gefallen mir nicht so gut optisch. Deswegen habe ich mir das einfach mal besorgt und habe gedacht, ich probiere mal aus, wie sich Zegau so baut. Und jetzt kommen wir mal zuerst zur Rundumansicht, bevor ich auf das Bauen eingehe. Beziehungsweise, oh guck mal, hier liegen noch zwei Hände. Das ist Ersatz, vermute ich mal. Legen wir mal hier drauf. Wir wollen ja keine abgehackten Hände auf dem Gehweg vor dem Einkaufszentrum. Huch. Achso, ich habe gar nicht gesagt. 3.474 Teile. 3.400, stimmt das? Ja, 3.474. Habe ich mir richtig gemerkt. Jetzt gucken wir es uns von allen Seiten an, während hier schon einmal eine Lampe abfällt. Also, wenn man so drauf guckt, finde ich, sieht es wirklich klasse aus. Kleiner Schriftzug oben drüber. Dark Orange. Daneben Olivgrün, dann so einen vorspringenden Erker in Tann, unterbrochen mit Braun. Sehr, sehr schön verziert mit vielen Pflanzen vor den Fenstern. Die eine Ecke, die andere Ecke. Auch hier wieder Olivgrün, super verziert. Da haben wir sogar eine Metalltür, die verschlossen ist, mit der man in den Hinterhof gelangt. Na, man muss natürlich Häuser nebendran stellen, sonst macht diese Tür keinen Sinn, weil sonst kann man einfach einmal umzulaufen. Und eine wunderschön gepflasterte Auffahrt bzw. wunderschön gepflasterter Hof. Sieht fantastisch aus, finde ich. Ganz, ganz toll. Hier hinten hat man dann auch versucht, zumindest so ein bisschen den Anschein zu erwecken, als würde man sich Mühe geben. Aber ehrlich gesagt ist das ja bei allen modularen Häusern, die man so kennt oder zumindest die ich so kenne. Wenn du andere modulare Häuser kennst, bitte her damit. Sozusagen, was nicht Front ist, sieht immer ein wenig ja, lieblos aus oder eben Hinterhof. Muss man nicht sehen. Ach so, jetzt unterschlage ich diese Seite hier. Genau das gleiche hier. Die möchte man nicht sehen, diese Fronten. Aber es sind ja Häuser, die aneinander stehen sollen. Insofern ist das ja auch gar nicht so wichtig. So, auf dem Dach haben wir hier so einen kleinen Hahn. Da komme ich auch gleich zu dieser wackeligen Konstruktion. Vielleicht zunächst mal zum Aufbau. Der Aufbau hat mir grundsätzlich Spaß gemacht. Es gibt so ein paar Frickelstellen und ich zeige das gleich, so gut es geht von innen. Das Ganze ist sehr, sehr vollgepackt. Es sind tolle Ideen drin, wie ich finde. Das Erdgeschoss ist sehr solide und stabil. Das hat mir insgesamt viel Spaß gemacht, das zu bauen. Im ersten Stockwerk, da ist sehr, sehr viel untergebracht. Das ist mir ein bisschen zu viel und ich finde, das sieht dann auch konfus aus. Und manches hat mich ein bisschen geärgert. Es ist eine Weile her, dass ich das Set gebaut habe. Manches hat mich ein wenig geärgert. Denn es gibt so bestimmte Steine, die halten nicht gut. Und so bestimmte Konstruktionen, die sind auch nicht so gut gelungen. So, jetzt muss man ja vielleicht dazu sagen, ich habe darüber ja schon hier auch mitunter diskutiert. Das ist wohl ein designtes Set, also ein Mock-Designer, der das so erstellt, hergestellt, erfunden hat und bei Bluebricks kann man das ja käuflich erwerben. Auf der Homepage steht, man habe dem Designer das entlohnt, seine Idee im Endeffekt. Das kann ich nur so für bare Münze nehmen, da kann ich leider nichts zu sagen. Mir ist aber auch bekannt, dass es diese Modelle eben in anderen Läden gibt und da sind sie wohl einfach weggenommen worden. Das ist ein bisschen
bedauerlich natürlich. So, kommen wir zunächst vielleicht zur Dachkonstruktion. Das ist jetzt ein bisschen weit weg. Schwarz ist sowieso vom Kontrast her eher schwierig, aber schauen wir uns das mal an. Im Endeffekt sind es drei Dachkonstruktionen. Diese sind mit normalen Dachsteinen gemacht. Hier haben wir so Dacherker, hier haben wir den Schornstein und hier haben wir so quasi Platten, wenn man so möchte. Ja, da sind ganz kleine Käseecken draufgesetzt. Schon sogar ein ganz bisschen verstaubt. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, obwohl ich den Pinsel noch geschwungen habe. Sehr viel Liebe zum Detail. Und wenn man sich das hier nochmal anschaut, da wo die Angel als Antenne drin steckt, dann sieht man, da hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass das wirklich zueinander passt. Ich könnte das nicht. Fantastisch. Ganz, ganz tolle Dachkonstruktion. Hier diese beiden kleinen, wie heißen die eigentlich? Dach. Ich hatte das Wort eben noch im Kopf, ne? Wenn man das so rauszieht. Ist es ein Erker? Ich bin mir unsicher. Gaube. Eine Dachgaube. Zwei Dachgauben in diesem Fall, die hier vorgesetzt sind. Und selbst hier an diesen kleinen Stellen wird hier noch darauf geachtet, dass das auch passt zur Farbe, zur Farbgebung. Hier dann die schwarzen Ziegel. Fantastico. So, es wird ja wahrscheinlich jetzt so sein, dass... hier vielleicht, genau. Hier juckelt das ein bisschen. Das ärgert mich. Und das hier mit diesen beiden, das sind so eine Art Schneeschuhe. Hier, die sind hier und hier dran gesetzt. Das passt gar nicht gut. Also da habe ich mich wirklich schwer getan. Eigentlich soll dieser obere Pin, wenn man so möchte, des Schneeschuhs hier reingehen. Wie das gehen soll, verstehe ich nicht. Da müsste nämlich ein bisschen mehr Platz sein. Deswegen juckelt das hier auch so hin und her. Also ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich bin wohl zu doof. So, jetzt gucken wir mal. Oh, das ging sogar relativ gut. Na? Vorne auch mal schauen. So, sehr gut. Also, ich zeige es nochmal gleich von unten. Ich glaube, das kann man auch abnehmen, aber das ist mir zu frickelig. Hier steht noch ein Teleskop drin. Das muss man sich jetzt leider vorstellen, weil das ist immer so nervig, damit, das so wieder aufzubauen. Also, es ist sehr relativ solide. Hier haben wir noch einen Haken. Den kann man auch mit diesem Rädchen hier nach unten drehen. Es sind sogar zwei. Und die hängen jetzt ein bisschen unterschiedlich hoch, aber ist auch nicht weiter schlimm. Das sind ganz normale Fäden. Ja, das ist eigentlich ganz gut gelöst. So, solide, stabil, kann man gut abmachen. So, dann kommen wir jetzt zum Innenraum hier. Aber ganz vorsichtig sein. Schön nah ran. So, ganz vollgepackt. Also man baut wirklich die kleinsten Kleinigkeiten. Bei ein paar Sachen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Wir haben da so ein paar Tinkturen oder so etwas. Dann sieht das dort aus wie eine Badewanne mit irgendwas reingelassen. Ich habe mir beim besten Willen nicht erklären können, was das ist. Also wenn man hier bei dieser Hand, ich kann die jetzt leider nicht wegnehmen, sonst macht es Knall. Da ist diese Leiter, wenn man so möchte, die da vor dieser blauen Oberfläche liegt. Ja, man kann sich es aber ganz nett vorstellen. Schreibpult, kleine Treppe nach oben. Das ist eine nette Konstruktion hier, wie das gemacht wird. Da wird nämlich im Endeffekt eine Formteiltreppe genutzt und da wird noch so ein bisschen was appliziert, sodass das aussieht, als hätte die Treppe noch ein schönes Geländer. Da denkt man immer, wozu sich solche Technikplatten, die man eigentlich benutzt mit diesen Pins, nutzen lassen. Das finde ich wirklich eine sehr feine Idee. Dann haben wir hier teilweise so ein bisschen absurd. Da hinten ist so ein kleines Bad, hat man gerade gesehen. Und auch hier bin ich mir wirklich unsicher, was das sein soll. Das finde ich manchmal so komisch, wenn ich dann etwas sehe und denke, warum ist das jetzt so? So, der Clou ist hier, jetzt mache ich es bestimmt kaputt. Wie war das denn nochmal? Oder war das hier? Ah, wo ist es? Hier, jetzt hätte ich es fast falsch gemacht. So, hier kann man klappen, den Klappstuhl ausgraben, sodass man hier auch reinschauen kann. Das finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Es ist trotz der Tatsache, dass da sehr, sehr kleinteilig gebaut wird, ist das sehr, sehr stabil. Hier sieht man so ein kleiner... Wo ist er denn? Ist da nicht so ein Haken? Ach nee, genau. Es gibt jetzt diese Konstruktion auch mit Haken. Es wird hier mit einer Noppe gelöst, die in dieses Headlight hier reingeht und dadurch festgehalten wird. Toll gelöst, muss ich wirklich sagen. Da war jemand am Werk, der Ahnung hat.
Mehr als ich auf jeden Fall. Und das Ganze sieht hier so ein bisschen wild aus. Vielleicht wie beim verrückten Professor. Man weiß ja nicht, was es in diesem Einkaufszentrum so zu erwerben gibt. So, dann machen wir hier wieder zu. Wollen ja, dass es stabil bleibt. Hier übrigens zwei Schreibstuben hat man eben auch gesehen. Ganz nett. So, jetzt machen wir dieses Geschoss auch noch ab. Auch das ist stabil. Einmal von unten betrachtet. Ja, ist interessanterweise auch anders gelöst als in anderen modularen Häusern. Das finde ich immer wieder ganz fein, dass es da eben auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die trotzdem stabil sind. So, dann kommen wir jetzt ins Erdgeschoss. Oh, ist bedeutend leichter. Im Erdgeschoss haben wir den täglichen Bedarf an Klamotten. Und was ich besonders gut finde, dort unten sieht man, es gibt Hosen, es gibt Oberteile in bunten Farben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier auch die Aufschrift. Also ich habe versucht zu lesen, was das heißt. Ja? Ich lese Loddi. Loddi. Vielleicht bin ich zu blöd, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich zu blöd bin. Da stehen zwei Schaufensterpuppen, wie sich das gehört für ein Einkaufszentrum. Naja, Einkaufszentrum. Ja, Einkaufszentrum ist scheiße, sagte mal ein wunderbarer, oder ist ein wunderbares Filmzitat aus einem wunderbaren Film. Es ist eher so ein Einkaufslädchen mit Hüten, die es hier gibt. Und dann, wie gesagt, Hosen auch da, toll gemacht. Man kennt diese Metallbügel, die so elliptisch angeordnet sind, wo man diese einzelnen Haken, Kleiderhaken, ich bin echt, was Mode angeht und Einkaufen, da versuche ich mir immer vor zu drücken. Ich habe ja auch immer das Gleiche an. Nicht dasselbe. Hier, das sieht so ein bisschen so aus, finde ich. Ne? Als könnte man da diese Hosen weiterschieben. Ja? Das ist wie man zum Beispiel bei TK Maxx ist, Unmengen an Hosen und man geht zu seiner Größe und schiebt weiter und weiter und weiter und findet dann doch nicht die passende. Richtig toll. Natürlich, wie soll es auch anders gehen, entsprechend reduziert. Handtaschen gibt es auch. Ja, und die Oberteile, diese Torsos, die sehen schon sehr stark nach dänischen Torsos aus, auch die Unterteile. Anders übrigens als bei den Figuren, ne? Also das sind normales Quatsch in dem Zusammenhang, ja, sind Minifigurenhosen, so sehen sie aus. Man hat es eben schon gehört, diese Tür hier, die klackert ein bisschen, das ist schade. Das Problem hat man ja bei mehreren Herstellern, so hält sie ganz gut fest, aber sie ist sehr, sehr leichtgängig. Also sie ist nicht stufenlos, ne, sondern macht eher den hier. Ja. Klein, aber fein. So, worauf kommt es an bei diesem Set? Ist ja klar, oh, jetzt ist es hier irgendwie lose. Es kommt drauf an, dass das Ding von außen gut aussieht. Und das, finde ich, ist wirklich gegeben. Ich baue es einmal ganz kurz wieder zusammen. Deswegen macht mir auch, das ist eine persönliche Geschichte natürlich, mir macht es besonders viel Spaß, die Fronten zu bauen oder eben das Dach. Und man sieht, wie liebevoll, mit wie vielen unterschiedlichen Teilen dann gearbeitet wird, um ja einfach so einen sehr, sehr unterschiedlichen Look der einzelnen Frontteile herzukriegen. Also schaut man sich beispielsweise das hier mal an, ja, mit diesen mit diesen schräg gestellten Haken. Und da sind dann so diese Schlauchverlängerer von, also die gab es damals bei den Pneumatik-Geschichten. Die konnte man quasi damit aneinander verbinden. Also wenn man so möchte, Konnektoren, die werden hier genutzt. Das sieht richtig klasse aus. Überall sind Pflanzen. Diese Fensterkonstruktion ist total abgefahren, weil man die Fenster im Endeffekt schräg baut und dann gerade reinsetzt. Also das ist schon wirklich, ich finde, sehr, sehr speziell und faszinierend. Und da macht das Bauen dann wirklich viel Spaß. Es gibt sehr, sehr viele kleine Teile. Viele Plates. Einmal eins, einmal zwei, einmal drei. Aber eben, wie man das hier sieht, auch so Stellen, wo dann eben normale Bricks oder Bricks Modified genutzt werden. Aber dadurch, dass es eben viele kleine Teile sind, ist man schon eine Weile dabei. 3474 Teile müssen ja auch verbaut werden. Und ja, das macht eben dann den Look aus. Ich habe ja schon mal gesagt, Plates, ich bin nicht so der Platesbauer. Ich baue sehr gerne Bricks oder Tiles oder größere Slopes, das macht mir Spaß. Aber dieses Kleine, da bin ich dann manchmal ein bisschen ungeduldig, muss ich gestehen. Da wird es dann schwierig. Und deswegen war es an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich sehr, sehr zufriedenstellend. Ach so, das habe ich gar nicht erwähnt hier. Es gibt die Lampe schon wieder kaputt. Das ist so eine kleine Sollbruchstelle, weil der eine hält nicht so gut, der eine Pin da.
schau doch mal, wie der Eingangsbereich dort aussieht. Das finde ich wirklich toll gelöst. Also da werden wirklich die Fliesen sehr, sehr schick eingesetzt. So, dann kommen wir noch mal zu einem weiteren Punkt, nämlich diesem hier. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, es hat zu tun mit der einen Leiter, die da drin liegt. Aber was das hier soll, ich habe es, glaube ich, nicht begriffen. Ich habe versucht, es in die... Ich habe ja so eine kleine... Ich habe nicht viel Ausstellfläche, aber hier stehen so ein paar Modularhäuser. Da habe ich es versucht ranzustellen. Es passt, finde ich, nicht so gut von der Optik. Es ist... Ich kann es gar nicht sagen, woran es liegt. Die neuen Fassaden sind ja auch sehr verspielt, aber das finde ich nicht ganz so gelungen. Nicht ganz so gelungen. Ich finde es schade, dass es nicht gut zusammenpasst. Das wäre schön, wenn es hervorragend passen würde. Dann könnte man das nämlich einfach dazustellen und hätte eben auch von einer anderen Firma noch etwas integriert. So, aber du siehst, so wie es hier steht, es macht wirklich viel her. Ja, dann kommen wir abschließend mal zu einer Zusammenfassung. Wir haben viele Teile von Cegao mit einem wunderbaren, sehr unterschiedlichen Design und sehr unterschiedlichen, teilweise sehr, sehr kleinteiligen Bau mit einer zwar gut gestalteten Anleitung, die aber ja mitunter etwas klein die Dinge darstellt, gerade bei, das habe ich vorhin nicht gesagt, gerade bei dunklen Tönen, also überall, wo Dark davor steht, kann man es schwer erkennen. Man kann auch teilweise schwer unterscheiden zwischen den einzelnen Orangetönen, Dark Tan, da kann man schnell mal in Tüdel kommen. Das ist dann insbesondere schwierig, wenn man das Set gebraucht kauft und einen riesen Stapel hat, zu sagen, okay, welches nehme ich denn jetzt eigentlich? Das heißt also, wenn du dieses Haus hast, lass es aufgebaut. Spart, finde ich, Frust. Jetzt habe ich eine Sache total vergessen. Man kann diese eine Wand rausnehmen. Brickbird. Na gut, so ist das manchmal. Man nimmt sich alles Mögliche vor und weil ich mir das nicht haarklein notiere, vergisst man es dann wieder. So ein paar Sachen sind designtechnisch so verrückt, sage ich mal, dass sie nicht so gut funktionieren. Wie zum Beispiel dieser Hahn hier oben, der einfach nicht stehen möchte, weil ich das mit der Konstruktion da nicht hinkriege. Das werfe ich dem Set aber nicht vor. Das kann auch meine eigene Paddeligkeit sein. Und dann ist diese erste Etage innen so ein bisschen mau. Finde ich so ein bisschen schade. Aber alles in allem ist es ein schönes Set, ein großer Bauspaß. 130 Euro, 3,5 Cent pro Stein, das ist ein Preis, der ist völlig in Ordnung. Wenn man es gebraucht kauft, kann man vielleicht sogar nochmal das ein oder andere Eurochen sparen. Und dann wird es noch günstiger. Und dafür ist es wirklich etwas, ja, was optisch sehr, sehr viel vom Teller zieht, wie man so schön sagen kann. Dementsprechend verbleibe ich mit einer abschließenden Wertung von 2,5 Brickbärten. Von 3 möglichen Brickbärten. Ja, der halbe so ein bisschen, weil mich das so ein bisschen nervt hier und weil ich das innen nicht ganz so gelungen finde. Aber der Rest hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hast du auch schon mal so ein Cegao-Haus gebaut? Wie gefällt dir dieses Haus jetzt? Vielleicht kennst du es auch gar nicht, hast es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir einen Kommentar schreibst, auch zu der Art und Weise, wie ich das Video gemacht habe. Und ja, es kommen noch feine Sachen. Ich werde jetzt das ein oder andere Video noch aufnehmen. Ist dann immer komisch, wenn man das vielleicht in einem halben Jahr sieht, weil dann macht das gar keinen Sinn mehr. Aber gut, ich lebe im Moment und das geht ja auch nicht anders. Und dementsprechend freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, bis denn bei Brickbert. Und im Übrigen meine ich, dass wir mehr Burgen von Klemmbausteinherstellern benötigen.